Wir alle kennen Kinder, die in die Schule kommen und denen fällt Mathe total leicht und das andere Kind tut sich schwer. Das ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur zu sagen, okay, dir fallen die Sprachen leichter, dir fällt Mathe leichter. Und so haben wir auch Körper. Und der eine hat ein Problem, wo wir sagen, Mensch, deine Leber braucht immer mehr Unterstützung. Bleib da mal ein bisschen dran. Und der nächste ist so ein bisschen lymphschwach. Und sagen, komm, wenn du da mal was unterstützt. Das sehen wir schon bei den kleinen Kindern. Und wenn wir da von Anfang an unterstützen, dann geht's geschmeidiger, so will ich sagen. Das ist wie mit dem schwachen Kind in Mathe. Und sagen, wenn ich da ein bisschen Auge drauf habe, ein bisschen unterstütze, dann gibt es gar nicht erst die großen Probleme. Und so können wir im Sinne einer Grundunterstützung im Leben so dranbleiben und es bilden sich weniger Krankheiten. Nicht im Sinne der Prophylaxe der einen Krankheit, wo wir sagen, wir geben das und dann kommt die Krankheit nicht, so ist Leben nicht. Sondern wir unterstützen dich in deiner Gesundheit, dass deine Zellen ihre Funktionen ausüben können, dass deine Organe da die Unterstützung kriegen, wo sie brauchen, damit du gar nicht in andere Zustände kommst. Schüssler war ja erstmal Arzt, ganz normaler Arzt. Wir würden jetzt sagen Schulmediziner, von Haus aus. Und dann hat er sich interessiert und hat geguckt und hat geschaut, wie ist das mit der Homöopathie, wie ist das mit alternativen Heilweisen. Und Schüssler hat sich beschäftigt mit der Asche Verstorbener und hat festgestellt, in dieser Asche sind 11 Grundsalze. Ah, der Gesagte, ist der Körper daraus aufgebaut. Und hat angefangen zu forschen, wie ist denn das mit dem Körper? Und hat dann herausgefunden, es ist nicht ein Mangel an den Salzen, die können wir zu uns nehmen, sondern es ist die Frage, was macht der Körper damit? Und das merken wir heutzutage ganz stark. Ich nehme mal das Beispiel Osteoporose. Die wenigsten alten Leute ernähren sich von Trockenbrot. Das ist doch Unfug, wir sind doch nicht mehr in Nachkriegsjahren. Die Menschen haben ja eine gute Ernährung. Also warum sind dann Knochen nicht entsprechend ossifiziert, also entsprechend aufgebaut? Und da können wir dann sagen, es gilt nicht noch mehr Kalzium in die Ernährung, sondern das, was da ist, bioverfügbar machen, aufnehmen lassen und dann, wenn es im Körper ist, an die richtige Stelle. Oder Zellen, die das Wasser nicht ausspülen können oder nicht aufnehmen können, dass zu viel Trockenheit da ist. Und das Spannende ist, das erkennen wir dann an vielen Stellen im Körper. Wer ein Wasserproblem hat, hat eben die trockenen Augen und eher die trockene Nase und die trockene Haut, überall ein bisschen. Und dann sagen wir, gut, dann unterstützen wir das, damit dein Körper wieder in die Harmonie kommt. Das heißt, es sind Funktionssalze. Hausapotheke, ich glaube, das ist das richtige Wort. Es ist das, was man da haben kann, es ist das, wo man mit ein bisschen Anleitung gut kombinieren, unterstützen kann, was Menschen anwenden können, um für die eigene Gesundheit was zu tun. Im Bedarfsfall und prophylaktisch.